Tiefer Winter ist hier in Österreich und ich habe mir gedacht, dass ich in dem heutigen Video dir meinen Instagram-Kanal vorstelle. Ich habe in diesem Video meine besten Instagram-Videos des Jahres 2020 zusammengeschnitten. Film ab! Den Trackman ganz kurz messen. Also wir versuchen jetzt nicht die Hände zu brechen. So, Vollgas getroffen und 78 Meilen pro Stunde, 78 Meilen pro Stunde, 127,7 Meter Carry. Also gar nicht so schlecht. Okay, so spielt man einen gefühlvollen Pitch. Airplane Drill, geht schon. Jawohl. Nochmal. Okay, jetzt mit Schläger in der Hand. Dasselbe Gefühl. Mit zwei Hände. Genau, und das lässt deine Wirbelsäule in der Mitte. Beautiful. Und was hast du gemacht vorher? Hässlich. Richtig. Bei dieser Übung hier, nachdem wir jetzt die Druckverlagerung verstanden haben, gell, dieses Tack, 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 ja, geht es um die Vor-Zurück-Kräfte. Weißt du, dass wir sagen, dass der Druck geht auf den Fußballen, auf der Ferse und wir drücken uns weg. Ja. So wie wir gesagt haben, dadurch entsteht Rotation. Und bei dieser Übung kannst du super checken. Ich habe dieses Walking Board hier, der auf der Matte, die kann ein bisschen rutschen. Also wichtig ist, dass es rutschen kann. Am besten ist es ein glatter Boden. Ich habe es gerade vorher getestet, das geht. Und ich mache dasselbe jetzt wieder. Zack, rechts, Schläger weg. Bevor der Schläger oben ist, geht sie nach links und schwingt es durch. Und dann sollte das Folgendes passieren jetzt. Habt ihr gesehen? Das hat sich jetzt in die Richtung gedreht. Und jetzt war jetzt kein Unfall, sondern das ist das, was auch wirklich passieren soll im Golfschwung theoretisch, weil das heißt, dass ich jetzt mit dem linken Fuß in die Richtung gedrückt habe und der rechte Fuß nach hinten. Und doch das ist dann diese Platte da in diese Richtung gegangen. Das heißt, wenn ich auf Eis wäre, würde es in die Richtung gehen, wenn die Füße sich so auseinander spreizen. Ja. Aber weil ich eine Reibung unter mir habe, drückt mich der Boden zurück und das dann erzeugt dann Hüftrotation oder Beckenrotation. Das heißt, nicht weil ich bewusst drehe, sondern weil ich hier da reindrücke und das ist der Test dazu. Okay? Das probieren wir jetzt. Hinten auf die Wand und jetzt die Wand raufrutschen mit der Schlagfläche, genau. Tor! Genau. Das ist eine super Übung jetzt für die Bodenkontrolle, dass du nicht zu stark in den Boden reinschlagst, aber Bodenkontakt hast. Okay. Die Idee ist, dass es nur so einen kleinen Klack macht. Okay, nochmal. Genau, überall wird geklackt. Jeder klackt hier.
Super. Reverse Overlap Flop Shot, okay? Nicht den Griff verwenden, sondern umgekehrt. Reverse Overlap, okay? Andere Seite. Rechts nehme ich relativ stark in die Finger rein, okay? Stelle mich hin, Schlagfläche auf. Jetzt ist die Idee, dass ich hier lange aushole, also wirklich weit aushole, hier Dorsalwinkel und normal durchschwinge bis zum Schluss. Aber ich will ein Tempo, das sehr langsam ist, okay? Die rechte Hand schiebt unten durch, der Ball wird sehr hoch gehen. Und sehr weich landen. Watch this. Nein! Out of direction! Fail! Komplett bescheuert euch damit, gell? Also normalerweise müsste ich rauschippen, gell? Aber. Probierst das, oder? Im Turnier will ich es vielleicht nicht machen, aber heute ist es wurscht. Na, schau, jetzt greifen wir sie. Jetzt geht es aus. Jetzt geht es aus. Vor! Vor! Ich muss sagen, gell, als ich noch jung war, seit 20 Jahren, habe ich da aufs Gründreis auf dem Loch immer. Und heute probiere ich es wieder. Watch my drive. Aber ich glaube, es ist Pin High links, oder? Ja, egal. Ja, egal, gell.